Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation. So, jetzt bin ich mal zum ersten Mal mit Wheeljack. Mal gucken, was er kann. So, fangen wir mal damit an und mit der Waffe. Okay. Bam, bam, bam. Okay. Zack, 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 zack. Yeah, das ist ein cooles Auto. Ah, der hat ein Schild auf L1, okay. Alter, wie kann ich das Schild beenden? Gar nicht. So, wupp. Nein! Ich muss mir mal ein paar kurze Reparaturkits kaufen. Weil die sind keinen Wert. Toll, kann ich mir gerade eins leisten. Naja, dann mache ich für den noch eine Tech. Naja. So. Jetzt habe ich wenigstens zwei Reparaturkit L. Aber müsste ich eigentlich Soundwave müsste ich eigentlich auch so besiegen können. Alter. Woo.
Das gibt's doch nicht. Mann! Okay, da probieren wir es dann am nächsten. Mann, 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 Mann. Optimus, du bist an der Reihe. Mann. Oh shit. Mann! Ist klar. Optimus! Ah, wie viel Schaden macht denn der mit seinem fetten Kyros? Aber der hat ihn ja in 3 Schlägen erledigt gehabt. Boah, krass. Mal gucken, ob ich geheilt werde, wenn ich auf die Dings gehe. Ja, Mann. So, wo muss ich denn lang? Da hoch. Hopp. 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 Boom. Pats. Was ist denn der Scheiß?
Okay. Yes. Bam. So, da waren solche unsichtbaren Dinger, die ich abschießen musste. Ist hier was? Kann ich das da kaputt schlagen? Wohl eher nicht. Wer kommt jetzt? The Insecticons are getting annoyed again. They're coming from those pods. Bam. Bam. Aua. Mann, wie viele von diesen Mistviechern unten hier. Okay, wenn da echt so viele sind, dann hau ich mir echt noch irgendwas rein. Geräumt. Got to find a way up. Okay, ich schau mal kurz, was da noch so ist. Aha. Hä? Ach nö. Ah.
Starscream. Der allwissende und allmächtige Megatron hat mich Starscream als denjenigen Bot auserkoren, der den Plasmakern tragen soll. Bah! Das ist eine Aufgabe für einen Lakaien wie Blitzwing oder diesen feigling Thundercracker. Wenn ich erst über die Decepticons herrsche, werden solche Laufburschen arbeiten von denjenigen Bots erledigt, die nicht für Kampf und Führung gemacht sind. So eine Verschwendung meiner Fähigkeiten kann ich nicht länger dulden. Oh. Was ist denn dies? Aha, Nebenmission. Ab. Aua. Na. Ich will die nochmal versuchen. Das war lustig. Ich darf gar nicht kämpfen, ich muss einfach die Dinger. Mit 4 Stück. Das sollte wohl doch zu machen sein. Aua. Boah. Ernsthaft? Mann, du machst das halt aber auch echt. Yeah, Waffen. Nee, 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 nee. Nochmal den Weg hochdackeln. Zack. Und hoch. Und hier. Und da. Ah, Mann. Toll, jetzt habe ich nicht gelesen, was ist da. Geh, du Pisse! Scheiß Brotzvieh! Warnung? Aua. Bam. Bam. Boom. Boom.
Bam, bam, bam. Runter mit dir, runter mit dir. Ups. Meine Fresse. Ach verdammt, von da bin ich ja gekommen. Oh. Aua. Alle Potte Matre. Shockwave. Shockwave verwaltet Cybertron, seit sich Megatron auf die Jagd nach Optimus Prime ins All aufgemacht hat. Seine Treue gegenüber Megatron und der Logik führt dazu, dass seine Stimme nur selten wankt. Nicht, weil er keine Spannung oder Furcht kennen würde, sondern weil seine Überzeugungen unerschütterlich sind. Nichts überrascht Shockwave und daher wird er oft unterschätzt. Wahrscheinlich ist er von allen Decepticons der gefährlichste, gleich nach Megatron selbst. Ich habe irgendwie das Gefühl, gleich kommt irgendwas, wo ich es verteidigen muss. Okay. Hat sich ja schon lange geklärt. Komm schon, komm schon. Da haben es alle vom Himmel geputzt. Skrapnell.
Hä? Toll. Mann, ich fliege halt auch runter. Aua. Wie ernsthaft? Mann. Ach ja. Zack, zack. Wow. Ja. Was für ein episches Bild. Finde den Plasma-Cannon und deaktiviere ihn. Ich bin gespannt. Was? Proudster Logbuch, Eintrag 000666. Jaxus. Ich bin gespannt auf die wissenschaftliche Entdeckung, die unsere Mission mit sich bringen wird. Aber es wäre nicht ehrlich von mir zu behaupten, ich wäre nicht von Nova Primes Mission angetan. Vielleicht ist es einfach so, aber dieser Idealismus und die Hoffnung, die dieser Bot verbreitet, sind tiefgreifend. Ich bin nur Wissenschaftler, aber er glaubt wirklich an den Spark von Cybertron. Daran, eine Fackel von der Quelle des All-Spark von einem Planeten zum anderen zu tragen. Er glaubt, dass es unsere Spezies und unsere Gesellschaft wert sind, zu anderen Sternen und Lebewesen getragen zu werden.
Das macht meine Wissenschaft unbedeutend gegen eine Mission so voller Stolz und Vermächtnis. Wer weiß, vielleicht werde ich auch bald ein Autobot. So. Naja, ich glaube, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal Schluss für diese Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Devastation. Bis dann, viel Spaß und haut rein. Ciao.